Aber Leute, das war schon ein sehr starkes Stück, ne, was Lena da gemacht hat im Laden. Meinst du, dass sie das einfach ohne zu bezahlen in die Tasche gesteckt hat? Leute, ich habe da so eine Idee. Uns fehlt doch immer so ein bisschen Geld. Wir könnten sie doch einfach ein bisschen erpressen. Sie hat doch sowieso genug Geld. Du meinst, weil ich sie dabei fotografiert habe? Zoom mal noch ein bisschen ran, dann sieht man es genau. Ja, guck, da sieht man es. Da. Da, genau da. Da steckt sie. Okay. Das, ich weiß jetzt nicht, was es ist, aber auf jeden Fall. Und am Regal steht auch noch was. Ja, genau, was. Da steckt sie irgendwas in, ja, den Stein, ne? In die Tasche. Da steht im Regal da auch und das ist genau das gleiche. Sie hat eindeutig geklaut. Ja, hat sie. Habt ihr nicht Zettel und Stift dabei? Stimmt, da können wir den Erpresserbrief schreiben. Ja, ja, hast du noch was von vorhin? Ja, ich glaube hier oder ja, hier. Warte. Ah, ja. Und ich hab noch den Stift. Schreib auf, hallo Lena. Hallo Lena, komm mal. Vielleicht wir haben dich beim Clown erwischt. Genau. Wir haben dich beim Clown erwischt. Und haben auch ein Foto. Punkt. Wenn du willst, dass wir damit nicht zur Polizei gehen, dann bringe uns morgen 100 Euro mit. Aber Leute, wo wollen wir uns denn mit ihr treffen? Vielleicht an der Stepenitz? Ja, gut. Aufschreiben? Was genau? Auf. In Kastan, oder? Ja, in Kastan. Okay. Okay. Treffpunkt an der Stepenitz. Und wann? Brücke in Kastan. Für erst 13 Uhr, würde ich sagen. Okay. Ja. In Klammern, ne? Ja. In Klammern, PS, 19 Uhr. Und jetzt vielleicht, damit sie es noch macht, wehe, du hast es nicht mit. Und ganz viele Ausrufezeichen. Ja. Das passt perfekt. Mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Hier ist der gut an. Das ist der Bombe, komm da gut. Sie kommt schon, komm, komm, sie kommt. Ich sehe sie auch. Eigentlich ist das eine Frechheit. Den werde ich erzählen. Na, Lena, auch endlich da. Na, hast du das Geld mit? Ach, ihr seid das. Ja, was hast du gedacht? Wir haben dich erwischt. Was heißt erwischt? Du weißt doch ganz genau, worüber wir reden. Letzten Donnerstag im Rossmann. Was bei Rossmann? Was wollt ihr mit Rossmann? Du warst doch letzte Woche am Donnerstag beim Rossmann. Stimmt das oder nicht? Ja, selbst wenn. Was geht euch das an? Wir waren zufälligerweise auch beim Rossmann und haben dich beobachtet. Eigentlich wollten wir gerade zu dir und dich ansprechen, aber dann haben wir gesehen, wie du was einfach so, ohne zu bezahlen, in deine Tasche gesteckt hast. Warst du jetzt am Donnerstag nur mal Rossmann oder nicht? Ja, mein Vater hat mich losgeschickt, Batterien zu kaufen. Was ist darin denn so ungewöhnlich? Ungewöhnlich ist es nur, wenn man dann aber nicht bezahlt und sie einfach einsteckt. So wie wir das schon in unserem Brief geschrieben haben, wir haben Beweise, dass du es eingesteckt hast. Und wenn du das Geld heute nicht mit hast, melden wir dich bei der Polizei. Ganz einfach. Ihr seid so gemein. Ich hab nichts geklaut. Kannst du es nicht zeigen? Ja, weil du geklaut hast. Ich hab gar nichts gemacht. Doch. Natürlich. Oder warum willst du das zu keinem zeigen? 100 Euro. Natürlich, wir wissen es doch. Doch. Wir haben noch Beweise. Ich hab überhaupt nichts doch, gemacht. Doch, du hast geklaut. Jetzt geht die 100 Euro. Nein. Los, wo sind die 100 Euro? Ich habe keine 100 Euro. Ich habe keine 100 Euro. Ich hab kein Problem damit. Ich habe sie nicht. Ich habe. Wir müssen noch Beweise. Oh Gott, die ist weg. Er ist selber schuld, sie hätten uns einfach die 100 Euro geben sollen. Das ist doch Lenas Jacke.
kommt Lenas Jacke in den Fluss. Hier steht sogar ihr Name. Oh Gott, Lena! Hoffentlich ist hier nichts passiert. Lena! Lena! Hast du was in den Jackentaschen? Ein kleiner Zettel. Hallo Lena, wir haben dich beim Klauen erwischt und haben auch ein Foto. Wenn du willst, dass wir damit nicht zur Polizei gehen, bringst du uns morgen 100 Euro mit. Treffpunkt an der Stepenitzbrücke in Kastan. PS, 13 Uhr. Wehe, du hast es nicht mit. Hä? Verstehe ich nicht. Das klingt wie ein Erpresserbrief. Lena, bleib bei dir. Der Rettungswagen. 112. Hilfe, Hilfe. Ich brauche Hilfe. Lena liegt hier am Ufer. Sie atmet. Kommen Sie schnell, ganz schnell. Sie ist an der Stepenitz. In Kastan. Kommen Sie schnell. Irgendwer hat in einer Pressebrief geschrieben, dass sie 100 Euro mitbringen soll. Warum? Weil sie anscheinend irgendwas geklaut hat. Ach so, sie haben einfach ein Beweisfoto oder so, ne? Ja, genau. Ein Beweisfoto haben die gemacht. Und sie soll jetzt 100, sollte jetzt 100 Euro mit zur Stepenitzbrücke bringen. Weil irgendwie ist das schief gelaufen. Und dann habe ich Lena ihre Jacke aus dem Fluss gefischt. Da war der Erpresserbrief drin, aber da stand drin, dass sie ein Beweisfoto haben, dass Lena etwas aus dem Regal geklaut hat. Ein Erpresserbrief? In echt? Ja, genau so einer. Wie aus irgendwelchen komischen Krimifilmen. Und dann bin ich auf die Suche nach Lena gegangen und habe mir echt Sorgen gemacht. Und da habe ich sie blutend, hier so an der Stirn hatte sie so einen vollen Kratzer, habe ich sie blutend am Ufer gefunden und habe den Krankenwagen gerufen. Und dann ist sie jetzt im Krankenhaus oder sowas? Sie ist dort noch bewusstlos, hat mir der Arzt gesagt, und dass sie immer noch nicht aufgewacht ist. Aber wir können gucken, vielleicht ist sie ja jetzt wach. Und wir können sie ja mal besuchen. Was glaubst du, kommt dran? Ja. Ich glaube, hier irgendwas was. Lena. Ach Lena, wach doch wieder auf. Schön, dass es dir wieder besser geht. Aber ich habe da noch was ich dich fragen muss. Ich habe den Erpresserbrief gesehen und wüsste gerne, ob du wirklich geklaut hast. Nein, das ist es ja. Ich habe nichts geklaut. Mein Vater hat mich halt zum Batterienholen in den Rossmann geschickt. Und dann hat er mir halt noch ein paar alte Batterien mitgegeben, damit ich sehen kann, welche ich kaufen muss. Weil Batterien, ey, die sehen für mich alle gleich aus. Und deswegen hat er sie mir mitgegeben. Und dann wurde das wohl verwechselt, weil dann habe ich in meine Tasche gegriffen, um die alten Batterien rauszuholen. Und dann ist da dieses falsche Foto entstanden. Ich konnte mir eh nicht vorstellen, dass du geklaut hast. Schön von dir. Ja, sie ist aus dem Krankenhaus wieder raus. Ja, auf eine Art ist es halt schon gut. Stell dir mal vor, die wäre nicht wieder aufgetaucht. Ja, wäre sie nicht gefunden, wären wir vielleicht sogar noch wegen Mord angeklagt worden. Sag mal, sind die das da nicht? Sag mal, wollen wir uns entschuldigen oder einfach abhauen? Aber was wollen wir sagen? Tut es leid, Lena. Wir machen
Eigentlich wollten wir das nicht. Wir wissen gar nicht, was mit uns vorgegangen ist. Ich hab mich echt gefreut. Ihr habt ja Mut, hier noch aufzukreuzen und hier spazieren zu gehen. Hör zu, Lena. Es tut uns wirklich leid. Habt ihr das noch immer nicht mitbekommen? Mein Vater hat mir die alten Batterien mitgegeben, damit ich nicht die falschen kaufe. Ich habe dann in meine Tasche geguckt und die verglichen. Ja, das ergibt doch mehr Sinn. Warum solltest du doch klauen? Ja, tut uns leid. Können wir irgendwas tun, damit du uns wieder vergibst? Also eigentlich wollte ich dich nicht verzeihen. Aber wisst ihr, es ist zwar schon Herbst, aber ich bin trotzdem eine leidenschaftliche Eisesserin. Ja, und das heißt jetzt? Also für den Ärger könntet ihr schon mal ein paar Kugeln Eis ausgeben. So, Lena, das war jetzt deine fünfte Kugel Eis. Jetzt reicht's auch langsam mehr. Wir haben jetzt kein Geld mehr.